Ich lese den Predigttext aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Liebe Gemeinde, Freiheit ist ein großes Wort. In dem Wort Freiheit klingen viele unserer Sehnsüchte mit und Träume. Es ist so schön, frei zu sein. Freiheit ist so etwas wie die Ursehnsucht des Menschen, denn nichts erscheint uns schlimmer, als unfrei zu sein. Das Lied »When Israel was in Egypt's land« erzählt von dem Volk Israel. Es litt unter der Unfreiheit in Ägypten, denn es war in der Sklaverei. Fern der Heimat, Zwangsarbeiten mussten sie leisten, die Israeliten, Sklaven waren sie ohne Bürgerrechte. Ohne die Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten. Keine Chancen, sich zu wehren, wenn die Aufseher mal wieder die Peitsche geschwungen hatten. Keine Möglichkeit, den Pharao auf die Einhaltung der Menschenrechte zu verpflichten. Es gab nicht die Vereinten Nationen, auch nicht die Arabische Liga. Es gab niemanden, der dem Pharao irgendetwas sagen konnte. Da blieb nichts anderes als das leise Seufzen am Tag und das laute Klagen hinter verschlossener Tür. Die Sehnsucht nach Freiheit hat viele Gestalten. Es war kein Zufall, dass die schwarzen Sklaven Nordamerikas die Mose-Geschichte für sich entdeckten und unvergessliche Spirituals dazu schufen. »When Israel was in Egypt's land« mit dem gewaltigen Antwortgesang »Let my people go«. Können wir uns vorstellen, wie diese Worte geklungen haben, wenn die Sklaven sie abends sangen, nach einem Tag voll Schufterei und Mühe, voller Erniedrigung und Gewalt? »Let my people go«, »Lass mein Volk ziehen«. Da war auf einmal die ganze biblische Geschichte Israels Gegenwart. Der Rassismus hat viele Gesichter. Barack Obama hatte gesagt, als er Präsident der USA war, »Wir sind vom Rassismus noch nicht geheilt. Das Erbe von Sklaverei und Diskriminierung ist immer noch Teil unserer DNA.« Und bei den Israeliten? Da war es auch nicht einfach der glatte Weg aus der Knechtschaft in die Freiheit. Sie waren den Ägyptern entronnen, doch ganz schnell sind sie in neue Abhängigkeiten geraten. Sie vergaßen Gott, der sie aus der ägyptischen Sklaverei herausgeführt hatte. Schon bald tanzten sie um das goldene Kalb, schufen sich neue Götter, die sie in die Abhängigkeit von Aberglaube und Götzendienst führte. Wir sehen an der Geschichte Israels, die Sehnsucht nach Freiheit ist stark. Aber wo die Freiheit gewonnen ist, da ist sie auch gleich wieder gefährdet. Manchmal kommt die Gefahr von außen. Aber am stärksten ist die Gefahr von innen. Der größte Feind der Freiheit sind wir selbst. Wir fallen gern zurück in alte Abhängigkeiten. Im Galaterbrief schreibt Paulus an die Gemeinde, »Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen.« Freiheit ist immer eine gefährdete Freiheit. Paulus schreibt an die erste junge christliche Gemeinde. Die hatte erlebt, wie gut es ist, wenn man sein Heil nicht durch das Erfüllen von religiösen Vorschriften verdienen muss. Doch dann kommen die alten Zweifel wieder hoch. Reicht das, was Christus getan hat, wirklich dafür aus? Oder müssen wir uns nicht doch zumindest einen Teil des Himmels selbst verdienen? Dürfen wir alles essen? Oder dürfen wir jenes und dies nicht tun? Müssen wir sämtliche Vorschriften befolgen? Das sagten damals manche und sie verwirrten die junge Gemeinde. Und schon blieb die christliche Freiheit auf der Strecke. Freiheit ist immer eine gefährdete Freiheit. Auch auf der anderen Seite, wenn wir zu stolz sind, dass wir frei sind von Pflichten und Bevormundungen, so dass unsere Freiheit umschlägt in Rücksichtslosigkeit oder in Bindungslosigkeit, in Egoismus, dann ist unsere Freiheit auch gefährdet. Über die Freiheit
hat Martin Luther 1520 geschrieben, in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da schreibt Luther zwei Sätze, die sich anscheinend total widersprechen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann sagt er, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das scheint sich doch zu widersprechen, wobei der erste Satz völlig einleuchtet, als Christen sind wir frei, wir lassen uns von niemandem vorschreiben, was wir zu tun oder zu glauben haben. Die Gedanken sind frei, wir sind es auch. Aber dieser Satz geht nicht ohne den zweiten und der leuchtet uns nicht so schnell ein. Wollen wir denn dienstbare Knechte sein? Wäre das nicht geradezu das Gegenteil von Freiheit? Freiheit ist nicht Egoismus. Freiheit ist immer auch Freiheit der anderen. Freiheit ist nicht anders zu denken als in Beziehung zu unseren Mitmenschen. Joachim Gauck war bekanntlich zur Zeit des DDR-Regimes evangelischer Pfarrer im ostdeutschen Rostock. Nach der Wende konnte er zum ersten Mal an einer freien Wahl teilnehmen, im Alter von 50 Jahren. Er weiß, was es heißt, unter einem Regime zu leiden, das den Bürgern kaum Freiheit gewährt hat. Und nach seiner Vereidigung als Bundespräsident hielt er eine Rede über die Freiheit. Er sagte, Freiheit ist nicht nur eine Freiheit von etwas, Freiheit ist auch eine Freiheit für etwas. Es kann nicht darum gehen, ungebunden zu sein und machen zu können, wozu man gerade Lust hat. Ein wirklich freier Mensch muss auch da sein für seine Mitmenschen. Jesus Christus hat seine Freiheit für uns Menschen genutzt. Jesus Christus hat hier auf der Erde in seinem Leben und in seinem Sterben am Kreuz das vollbracht, was Gott ihm aufgetragen hatte. Uns Freiheit zu bringen, die Erlösung, das Heil. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Mögen wir diese Freiheit so erleben, dass sie erfahrbar wird. Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King predigte am 13. September 1964 in der Marienkirche vor 1500 Ostberliner Christen. Was aber geschah abseits des offiziellen Programms? In den Morgenstunden des 13. September war es zu Schüssen gekommen an der Berliner Mauer. Ein 21-jähriger Berliner hatte versucht, in den Westen zu fliehen. Von 5 Kugeln schwer getroffen, konnte er gerettet werden, da es einem amerikanischen Sergeanten gelang, ihn mit einem Seil über die Mauer zu ziehen in den Westen. Noch am Vormittag ging Martin Luther King an den Tatort an die Berliner Mauer. Er sprach mit den Bewohnern eines Westberliner Hauses, das zahlreiche Einschüsse abbekommen hatte. Einige Kugeln hatten über die Mauer hinweg Fenster durchgeschlagen. Dann der Gottesdienst in der Marienkirche. Und in diesem Gottesdienst predigte Martin Luther King nicht über den Vorfall an der Mauer. Aber er predigte die Botschaft von Jesus Christus. Er sagte, wo Menschen die Mauern der Feindschaft abbrechen, die sie von ihren Brüdern trennen, da vollendet Christus sein Amt der Versöhnung. Und mit diesen Worten hatte Martin Luther King alles gesagt. Und wir? Setzen wir uns für die Freiheit anderer Menschen ein? Sind wir selbst stark genug, unsere eigene Freiheit zu erhalten? Setzen wir die Freiheit so ein, dass sie andere nicht gefährdet? Setzen wir sie ein wie Jesus Christus für unsere Mitmenschen? Ich wünsche uns das. Und Jesus Christus, der uns zur Freiheit berufen hat, der möge uns unsere Freiheit erhalten und sie all denen schenken, für die wir beten, für die wir arbeiten, die mit uns Gottesdienst feiern. Amen.